Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Kontaktabbruch von den eigenen Kindern und die Eltern bleiben unverstanden und auch verwirrt zurück. Was tun? Es gibt ein Video von mir, wo die Kinder den Kontakt abbrechen, weil die Eltern brutal sind, weil sie narzisstisch sind, weil sie den Kindern in ihrer Kindheit auch nicht gut getan haben, auch in der Jugend auch nochmal versucht haben, die Kinder zu erziehen und ihnen sehr, sehr viel Unfreiheit, sehr viel negative Sichtweise vermittelt haben, den Selbstwert dieser Kinder und Jugendlichen sehr geschwächt haben und ganz klar zum Ausdruck gebracht haben, es ist nicht okay, wie du bist. Und dann ist es oft eine Folge, dass diese Kinder sich zurückziehen von den Eltern, weil sie eben nicht das Gefühl haben, dass sie liebevoll von ihren Eltern, obwohl es die eigenen Eltern sind, behandelt wurden. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, auch gar nicht so selten, wo die Eltern liebevoll sind, wo sich bemüht haben, wo auch eine gute Kindheit war und wo auch eigentlich sehr viel Normales passiert ist und plötzlich bricht ein Kind oder mehrere Kinder, vielleicht sogar alle Kinder, das ist dann das Furchtbarste für die Eltern, den Kontakt ab und reagieren nicht mehr auf Anfragen oder reagieren nur noch per SMS oder so wo man sich als Elternteil denkt, was habe ich verbrochen, was habe ich falsch gemacht und was ist da passiert und was war da für ein Bruch. Also die einfachste Erklärung, die natürlich nicht immer sein muss, aber durchaus sein kann, ist, dass der junge Erwachsene oder der erwachsen werdende Sohn oder die erwachsen werdende Tochter in so andere soziale Kreise kommt, so andere Sozialkontakte aufbaut, wo es offensichtlich nicht okay ist, mit den Eltern noch Kontakt zu haben. Also das kann sein, wenn man in eine Sekte reinkommt, das kann sein, wenn man in eine komplett andere Kultur reinkommt, wo man das Gefühl hat, meine Wurzeln sind nicht mir hilfreich mehr, die sind sogar störend. Ich will keinen Kontakt haben mit meinen Wurzeln, mit meiner Herkunftsfamilie. Das stört mich. Das ist nachträglich nicht erstrebenswert. Obwohl eigentlich objektiv die Herkunftsfamilie okay ist und sich bemüht hat und vielleicht jetzt da nicht großartigst ist, aber auch nicht katastrophal. Auf jeden Fall wichtig ist, sie war nicht traumatisierend, sie war nicht gewalttätig. Es gibt eigentlich keinen Grund, um den Kontakt abzubrechen, weil sonst gäbe es ja einen Grund. Ja. Aber es gibt offensichtlich keinen Grund und trotzdem wird abgebrochen. Also das heißt, andere soziale Interessen, andere Freundschaften, anderer Partner, der auch das nicht möchte, dass man Kontakt hat mit der Herkunftsfamilie von der Frau zum Beispiel, ja, und die Frau ist dann einverstanden, weil sie sagt, gut, ich will mich jetzt da nicht unbedingt in den Vordergrund schieben, ich habe selten Kontakt mit meinen Eltern, aber ist okay für mich, wenn mein Mann jetzt den Kontakt nicht haben will, was schade ist, ja, und eigentlich sollte man daran arbeiten, dass der Schwiegersohn zu den Eltern eigentlich einen Kontakt kriegt, aber es ist immer wieder der Fall, dass eben der aktivere, stärkere, dominantere Part in einer Partnerschaft die Schwiegerfamilie komplett ablehnt und sich damit auch durchsetzt und die passivere, schwächere Person in der Partnerschaft dann das akzeptiert. Das ist eine Variante, ja, warum ein Kontaktabbruch von den Kindern erfolgt. Andere Variante kann sein, dass alte Traumen wiederholt werden. Und ich habe jetzt erst einen ganz aktuellen Fall gehabt, wo die Mutter von dieser Tochter geflohen ist und ihre eigene Mutter verlassen musste, damit die Flucht gelingen konnte.
Und so ähnlich war es jetzt, dass die Tochter zwar jetzt nicht fliehen musste, weil jetzt dann nicht Krieg war oder nicht eben eine Notsituation war, dass sie um jeden Preis jetzt fliehen musste, aber dass sowas Ähnliches war, ein persönlicher Misserfolg, ein dramatischer persönlicher Misserfolg, der die berufliche Existenz betroffen hat, hat bewirkt, dass die Person auch in ein anderes Land sogar gezogen ist und dadurch den Kontakt auch abgebrochen hat, weil sich die junge Erwachsene Tochter eben geschämt hat, dass sie da sich so entfernt hat und dass sie deshalb auch den Kontakt zur Mutter abgebrochen hat, so wie damals die Mutter, die geflüchtet ist und ihre Mutter zurückgelassen hat im Heimatland und sich auch geschämt hat, dass die Mutter nicht mitnehmen konnte. Aber es ging halt nicht, weil das war ein Glück, dass sie überhaupt da reinflüchten konnte, war schon schwierig genug. Ja. Die hätten nicht die alte Mutter mitnehmen können, die hätte es auch nicht wollen, das wäre gar nicht gegangen. Ja. Schon alles rational erklärbar, aber vom Herz her, puh, keine Chance. Vom Herz her ganz, ganz anders. Ganz eine andere Dimension. Und das sind schon harte Bandagen, wenn man sieht, wie sich Dinge wiederholen und man dann eigentlich machtlos ist, weil der Kontext war damals ein anderer, aber die Fakten wiederholen sich, die Gefühle sind ähnlich und es ist auch irreversibel. Also irreversibel ist schon hart, aber die Tochter damals, sie konnte nicht zu ihrer Mutter wieder zurück ins Heimatland, weil dann hätte sie wieder nicht mehr raus dürfen aus dem Land. Und die Tochter ist jetzt schon seit wirklich geraumer Zeit, die jetzige Tochter ist jetzt schon seit geraumer Zeit in diesem auch im Ausland und kommt gar nicht mehr zurück, ja, in ihr Heimatland, will das auch gar nicht und will auch deshalb logischerweise dadurch auch gar keinen Kontakt zum Elternhaus und wenn die Mutter was schreibt, der SMS, kommt eine ganz knappe Antwort zurück oder gar nichts, auf jeden Fall ist das wie ein Kontaktabbruch. Ja. Es ist schon wirklich erschütternd, das so zu sehen, aber ich glaube, man muss es auch akzeptieren, dass der junge Mensch dann auch seinen eigenen Weg geht und dass er leider nicht in der Lage ist, das kompetent zu formulieren, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Oft ist dieser junge Mensch oder auch der schon ältere erwachsene Mensch, gibt auch dann die alten Eltern, nicht in der Lage, das offen zu kommunizieren, nicht in der Lage, drüber zu stehen, der Sohn und die Tochter, die leiden selber offenbar drunter, können das aber nicht zugeben und sind nicht bereit, da rauszukommen, sind nicht bereit, da einen Weg zu finden, wie sie wieder zusammenkommen. Und wenn die jungen Menschen nicht bereit sind, da sich auf die Eltern einzulassen, dann ist es natürlich furchtbar traurig. Ich würde aber sagen, es ist leider zu akzeptieren, weil die haben fast immer gewichtige Gründe, auch wenn sie die vielleicht nicht benennen können, auch wenn sie vielleicht auch traurig sind drüber, auch wenn die vielleicht jetzt dann nicht so nachvollziehbar sind für die Eltern. Ja? Aber auf jeden Fall hat es einen Grund. Und wenn ich auf den Grund draufkommen kann, als Eltern oder auch sogar als Sohn oder Tochter, kann ich mir das nochmal überlegen, ob das gerechtfertigt ist. Und ich würde sagen, bei den meisten Fällen ist es leider gerechtfertigt, weil in der heutigen Zeit werden diese Menschen auch sehr Ichlinge, ja, also egoistisch, schauen sehr auf sich, sind total am Kämpfen, dass sie ihre Sache schaffen, dass sie ihr Leben schaffen. Puh, das ist echt hart. Ja. Tut weh. Aber es ist jetzt so schwer zu sagen, ja, sei nicht so egoistisch und kümmere dich mehr um deine alten Eltern. Ja. Da gibt es tiefe, tiefe Gründe, die sich oft gar nicht so bewusst haben. Und da geht es auch eher darum zu akzeptieren, dass es nicht so leicht ist. Es geht auch eher darum zu akzeptieren, dass die einfach halt nicht raus können aus ihrer Haut. Dass sie beim besten Willen es nicht schaffen. Die Kinder, die sind deshalb gefangen in sich.
und leiden schon drunter, aber sie sagen, mir geht's immerhin besser, weil wenn ich mich jetzt mit den Eltern konfrontieren würde, geht's mir noch schlechter. Es kann sein, dass Kinder sich von den alten, kranken Eltern zurückziehen, weil sie Angst haben, die pflegen zu müssen. Weil sie das Leid nicht anschauen können. Weil sie innerlich total in Panik kommen, dass sie auch mal vielleicht leiden werden müssen, dass sie vielleicht auch mal krank werden, dass sie vielleicht auch einmal alt werden, dass sie dem Tod ein Stück ins Auge schauen oder dem Alterungsprozess. Und dass das der Grund ist, dass sie dann sagen, na, kein Kontakt zu den alten Eltern, weil ich will mich nicht mit dem Alterungsprozess auseinandersetzen. Ist jetzt keine Tugend, aber ist dann nachvollziehbar, warum sie den Kontakt abbrechen, weil die innerlich panisch wären, dass man da alt werden kann. Die wollen nicht hinschauen, manche, und das bringt ihnen so Stress und Panik, dass sie bewusst sich abgrenzen. Schade, aber ist oft ein Faktum. Daher, bitte akzeptieren Sie als Eltern, dass die Kinder sich zurückziehen, haben Sie immer eine offene Türe, wenn sie kommen wollen, aber verurteilen Sie die Kinder nicht, es gibt wahrscheinlich einen Grund, wenn es möglich ist, darüber zu reden, ist super, wenn man zu dritt, also Eltern und Kind, miteinander reden kann über dieses Thema, ist großartig, wenn man dazu einen Mediator, Therapeuten oder so Coach dazu holen kann, damit es leichter wird, auch super, aber es braucht Zeit, es ist sehr sensibel, es sind oft viele unbewusste Geschichten auch beim Kind dabei, das schon längst erwachsen ist, und es ist auch eine Kränkung von den Eltern dabei, wo es auch nicht so leicht ist, damit umzugehen. Daher ganz vorsichtig die nächsten Schritte angehen und vertrauen, dass die Kinder zur rechten Zeit dann auch ihr Herz aufmachen. Alles Gute für das gegenseitige sich verstehen.